Hilfe kommen. Gleich mehr auch dazu bei uns. Jetzt aber wird es erstmal sehr mysteriös. In Nordrhein-Westfalen betreten zwei Männer mit einem Benzinkanister ein Haus. Kurz darauf dann eine Explosion, die das Haus in Brand setzt. Einer der beiden Männer stirbt im Dachgeschoss, der andere muss ins Krankenhaus gebracht werden. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was die beiden eigentlich so vorhatten. Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Freitag, liebe Zuschauer, an dem wir heute auch nach Schweden schauen, denn hier gleich mehr auch dazu bei uns. Zu Beginn wird es sehr mysteriös. In Nordrhein-Westfalen betreten zwei Männer mit einem Benzinkanister ein Haus, kurz darauf dann eine Explosion, die das Haus dann in Brand setzt. Einer der beiden Männer stirbt im Dachgeschoss, der andere muss ins Krankenhaus gebracht werden. Ja, und jetzt ist die große Frage natürlich, was die beiden eigentlich vorhatten. Diese Bilder hier erreichten uns nicht aus Kalifornien, sie kommen aus Schweden tatsächlich. Das Land kämpft gerade gegen ein Jahrhundertfeuer. Inzwischen ist die Zahl der Waldbrände auf mehr als 60 gestiegen. Feuerwehren aus ganz Europa helfen inzwischen dem Land, das etwa zu zwei Dritteln aus Wald besteht, aber keine eigenen Löschflugzeuge hat. Reisende sollten sich sehr, sehr genau über ihre Urlaubsregion informieren. Denn mittlerweile wurden die ersten Orte evakuiert, darunter auch Hotels und Feriencamps. Jetzt schauen wir nach Sachsen-Anhalt, liebe Zuschauer, zu einem Brand auf der Autobahn 38. Wir sehen schwarze Rauchschwaden aufsteigen aus einem LKW. Ja, dass der Fahrer das hier überlebt hat, will man fast nicht glauben bei diesen Bildern. Der LKW aus Mazedonien hatte Fässer mit flüssigem Klebstoff geladen, der sich bei dem Unfall auf die gesamte Fahrbahn verteilt hat. Zu verheerenden Bildern aus den USA jetzt. Wenn man die sieht, dann denkt man wohl als erstes, dass hier eine Abrissbirne am Werk war. Aber das sind Bilder nach mehreren Tornados im Bundesstaat Iowa. Wie man sieht, haben die auch ganze Arbeit geleistet und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens 17 Menschen sollen verletzt worden sein. Die meisten konnten sich rechtzeitig aber noch in Sicherheit bringen. Es ist die Horrorvorstellung für jeden. Man steht im Fahrstuhl und plötzlich bleibt der stecken. Tja, und wenn schließlich alle Notknöpfe so gar nichts bringen, ist man glücklich, wenn man das gute alte Handy dabei hat und Hilfe rufen kann. Zwei amerikanische Touristinnen wollten das auch in Lissabon tun. Doch in der Hektik gab es eine Verwechslung, die sie wohl so schnell nicht vergessen werden. Schauen Sie mal. Mit dieser Situation hier sind Autobahnpolizisten täglich konfrontiert. Autofahrer, die sich nicht daran halten, bei Stau eine Rettungsgasse zu bilden. Das ist ärgerlich natürlich, denn Rettungskräfte haben es dadurch wesentlich schwerer durchzukommen. Die zwei Polizisten, die wir Ihnen jetzt vorstellen, kümmern sich darum, dass diese und andere wichtige Regeln eingehalten werden. Wir haben sie einen Tag lang begleitet. In einem Bus in Lübeck hat ein Mann Fahrgäste angegriffen. Es gibt auch mehrere Verletzte. Mehr jetzt in unseren Meldungen des Tages für Sie. Pinguine sind ja wirklich hinreißende Tierchen, besonders weil sie an Land so ein bisschen tollpatschig sind. Die tollpatschige Art wäre aber einem Pinguinküken fast zum Verhängnis geworden, denn eine Mama hat nicht ganz aufgepasst und ihr eigenes Ei kaputt gemacht. Aber zum Glück reagierten die Pfleger des Londoner Zoos rechtzeitig. Wie? Das sehen Sie jetzt. Es wird bunt bei uns mit einem Komiker, der unter anderem auch für seine schnelle Sprache bekannt ist. Brisant Prominenz. Marius Müller-Westernhagen, ein ehemaliger Mitbewohner, sagte mal über ihn, er ist immer bei sich geblieben, er behielt seine Werte. Das sieht man selten in diesem Geschäft. Die Rede ist vom berühmtesten Ostfriesen, von Otto natürlich. Bis heute ist er Kult. Er selbst sagte kürzlich, Komiker sind zum Glück alterslos, vermutlich weil sie nie erwachsen werden. Das wird er wohl auch nicht am Sonntag, da feiert Otto seinen 70. Geburtstag. Reden wir über einen Mann jetzt, liebe Zuschauer, der nicht unbedingt für Bescheidenheit steht. Nein, bei Frederik von Anhalt muss geprotzt werden. Großspurige Sprüche gibt es garniert mit einer für viele überzuckerten Portion Selbstbewusstsein. Aber das ist nun mal das Image des 75-Jährigen. Erst kürzlich wollte er noch ein Kind, das eine Leihmutter austragen sollte, gegen Bezahlung, versteht sich. Bis jetzt hat sich irgendwie noch keine gefunden. Wie übrigens auch kein Käufer für die Luxusvilla, in der er mit Jaja Gabor residierte. Die Villa steht zum Verkauf und Frederik von Anhalt macht es sich trotzdem schön. Verzweifelte Frauen, von sich selbst berauschte Männer und dazu reichlich Liebe und Hass. Die Saison der Nibelungenfestspiele in Worms beginnt wieder. Als Hunnenkönig ist übrigens Jürgen Prochnow zu sehen. Weitere Rollen übernehmen Jimmy Blue Ochsenknecht und Ursula Strauß. Also reichlich Prominenz auf der Bühne, da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?
Und das war's schon von uns. Ihnen jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende für Sie. Bis Montag, Punkt 17.15 Uhr. Machen Sie es gut. Ciao. Und das war's schon von uns. Ein tolles Wochenende jetzt für Sie. Bis Montag. Ciao.